herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus Hamburg, lebe und arbeite mit meinem Gesangsstudio hier in Singapur. Ich bin tatsächlich ausgewandert. Und ja, ich betreibe zwei YouTube-Kanäle, vielleicht kennt ihr mich ja auch in meinem größeren Kanal. Da gehen wir jetzt fast auf die 300.000 Subscriber zu. Und falls ihr Lust habt auf Vocal Reactions, Gesangtipps, Analysen, hilfreiche Tutorials, dann bleibt hier auf dem Kanal und abonniert hier oder schaut auch mal auf meinem größeren Kanal rein. An in My Erkannterheit an. Dazu hatte ich mal ein Video gemacht vor ein paar Monaten und da gab es doch ein paar negative Kommentare, dass das Video irgendwie blöd sei und so weiter und so fort. Ich kann natürlich verstehen, warum sich einige Leute angegriffen fühlen, dass ich jetzt gesagt habe, dass der Sound, den er produziert, vielleicht nicht wirklich natürlich ist. Und ja, da möchte ich gerne mal ein Video heute drüber machen und ich möchte mal was zum Thema Heiserkeit, Dysphonien sagen, Traumas, paralysierte Stimmbänder, Krebs auf den Stimmbändern, Knötchen. Und heute schauen wir uns mal 4 bis 5 Faktoren an, woran es liegen könnte, dass du einen unnatürlichen Rasp hast, so eine unnatürliche Heiserkeit hast. Ja, und da möchte ich heute mal ein bisschen näher reingehen, raufgehen, reinschauen. Die Infos entnehme ich aus einem ganz bestimmten Video, was ich sehr informativ fand, was das Ganze extrem gut erläutert hat, sehr kurz, umgangssprachlich. Das Video ist allerdings auf Englisch. Ja, das Video ist aber in der Infobox, da könnt ihr später auch nochmal reinschauen. Mitunter, ja, habe ich selber eine Dysphonie seit meinem 14. Lebensjahr und hatte sehr viele Logopäden gehabt über Jahrzehnte. Ich habe selber einen Hyper Acid Reflux, das bedeutet, dass ich einen extrem starken Säureausstoß hatte oder habe und deswegen auch im Krankenhaus war. Das heißt, Stimmprobleme, witzigerweise, haben mich als Gesanglehrerin immer begleitet und ja, darauf gehen wir heute auch nochmal drauf ein. Auch nochmal vorweg, ich bin natürlich kein Experte auf diesem Gebiet. Ich kann immer nur aus meinen persönlichen Erfahrungen sprechen und Erfahrungen, die ich durch meinen Beruf auch gemacht habe und wo ich mich auch ein bisschen da selber mehr informiert habe und wo ich das schon ein bisschen vielleicht mehr, mich mehr sensibilisiert habe, wenn ich jetzt hier jemanden höre, der eventuell ein Stimmproblem haben kann. Das ist nicht, vielleicht nicht zutreffend auf an Mike Kantarek, sorry, ich muss das immer ablesen. Das ist nicht zutreffend auf ihn. Das kann natürlich alles Mögliche sein, um wirklich festzustellen, ob er was hat, wenn er was hat, wenn irgendjemand was hat. Das kann nur eine Person, ein Profi, ein Arzt kann das feststellen und nicht irgendein YouTube-Video. Und heute wirklich gucken wir uns einfach nur an, was dazu führen kann, dass du vielleicht eine unnatürliche Heiserkeit hast, eine Dysphonie hast, einen unnatürlichen Rasp, der jetzt vielleicht mehr durch Rauchen gekommen ist mit 2 Packungen am Tag und nicht, ja, eben natürlich von der Pike auf an. Eine gesunde und normale Stimme ist meistens weiß, die ist meistens auch gerade, also symmetrisch. Und wenn die Stimmbänder aufeinander kommen, symmetrisch aufeinander kommen, in einem bestimmten Kreislauf, dann produzieren sie einen klaren Sound. Und das ist jetzt erstmal die Basis, die wir haben. Hier seht ihr also nochmal die Stimmbänder, so sehen die aus. Viele denken immer, die Stimmbänder gehen so kerzengerade runter. Nein, die sind nicht kerzengerade runter, sondern das ist jetzt unsere Voicebox. Es ist jetzt, ich hoffe, das ist jetzt scharf. Und hier innen seht ihr die 2 Stimmbänder und dann die Arytenoids. Entschuldigung nochmal, heute gibt es ein paar Anglizismen, weil ich das Ganze eben auf Englisch gelernt habe. Also, ja, ganzen, hier seht ihr die beiden Stimmbänder, die Arytenoids. Hyoid Bone, am besten so vielleicht. Genau. Für diesen Sound wollen wir im Grunde genommen immer gehen. Also wir wollen, dass die Stimmbänder einen guten Kontakt miteinander haben und dadurch einen guten und klaren Sound produzieren können. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn man eine unnatürliche tiefe Stimme hat. Und meistens ist so eine unnatürliche tiefe Stimme durch geschwollene Stimmbänder. Ja, also wenn die Stimme tief klingt, dann kann es durchaus sein, dass die Stimmbänder geschwollen sind. Und hier ist ein ganz gutes Beispielvideo. Die Stimmbänder sind hier in dem Fall rot, geschwollen, sind ziemlich dick. Man sieht ganz klar, dass die entzündet sind. Und der Sound ist zwar klar, aber der ist halt so ein bisschen unnatürlich tief. Ja, Nummer 2, und das ist auch eigentlich relativ häufig der Fall, und zwar wenn man so eine hauchige, luftige Stimme hat, so ein bisschen à la Marilyn Monroe.
Das eine ist, dass man das als einen stilistischen Faktor einsetzen kann. Also man kann hauchig und luftig klingen, so ein bisschen jetzt, wie ich das jetzt gerade mache. Und ich setze das als ein stilistisches Mittel ein, dass ich auch vielleicht sogar so singe, ne? Sitting in the backyard, pull up in my fast car, whistling my name. Das ist etwas, was ich als ein stilistisches Mittel benutzen kann. Aber es gibt auch den Fall, dass die Stimmbänder eben dort nicht zusammenkommen, richtig klar zusammenkommen, und dann entsteht dort Excess Air, überschüssige Luft entsteht dadurch, und ja, und man klingt eben halt so ein bisschen Marilyn Monroe-mäßig. Und ja, in diesem Video könnt ihr halt sehen, wie eines der Stimmbänder paralysiert ist und sich also nicht vernünftig schließt. Und ja, der Sound unangenehm. Ja, zum Beispiel meine Schülerin Conny, die eben luftig und hauchig gesungen hat, die aber sonst keine anderen Stimmprobleme hatte und auch einen klaren Sound erzeugen konnte. Also da war kein Hintergrund, man konnte keinen Hintergrund feststellen, dass sie jetzt da irgendwelche Probleme hatte. Da helfen einfach super gute Übungen. Man kann zum Beispiel bla 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 nehmen, also Buchstaben wie B, D und G, die wirklich einen super tollen Stimmansatz fördern, könnte man in diesem Fall nehmen. Das könnte vielleicht so klingen. Bla 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 bla. Guck, 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 guck. Du, 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 du. Oder irgendwas. Also mit D. Guck ist zum Beispiel natürlich klasse, und man kann auch verschiedene Skalen jetzt benutzen. Nicht nur die eine, die ich jetzt gerade benutzt habe, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass du den Unterschied feststellst bei einem klaren Stimmansatz, einem klaren Onset oder einem hauchigen Onset, oder es gibt ja verschiedene Stimmansätze, die du als Sänger durchführen kannst, und da sollte man sich vielleicht mal erstmal mit auseinandersetzen und gucken, okay, meine Stimmbänder kommen jetzt klar zusammen, oder meine Stimmbänder, da kommen nicht klar zusammen, da ist jetzt ein bisschen Luft noch dazwischen, und dann schließen sie sich erst. Bei Nummer 3 ist die Frage, hat diese Person vielleicht eventuell Knötchen, Zysten, vielleicht sogar auch Krebs? Hat diese Person eine Dysphonie? Ist da etwas entstanden, wie zum Beispiel eben Knötchen oder auch Blasen? Man kann auch eine Blase auf den Stimmbändern haben. Ja, ist die Frage, hat die Person vielleicht doch wirklich Knötchen bekommen? Durch falschen Gesangsunterricht, durch eine falsche Gesangstechnik, durch alles Mögliche, eventuell auch durch einen Hyperacid Reflux, also man kann auch durch einen Säureausstoß Knötchen bekommen, habe ich auch hier schon mal im Studio erlebt, dass eine Schülerin Knötchen hatte dadurch. Ja, das ist eben die Frage. Gerade wenn wir unser hohes Register benutzen wollen oder wenn wir leise singen wollen, macht sich das noch ein bisschen mehr bemerkbar. Und sobald eben dieses Knötchen, sag ich jetzt mal, größer ist als dieser Vibrationsprozess, kann es den Sound stoppen, verändern, oder kann eben halt diese Heiserkeit entstehen lassen. Ja, sobald diese Schwellung, Knötchen, genauso groß oder gar sogar größer ist als der Vibrationsprozess, verändert sich der Sound, und man wird mehr heiser, man wird mehr raspy. Und gerade wenn die Schwellung, wenn der Knoten größer wird, kann es nicht nur das hohe Register betreffen, sondern auch das mittlere Register und fast sogar auch die ganze Stimme. Ja, da musste ich auch vor meiner Abschlussprüfung Cortison nehmen beim Arzt, weil meine Stimmbänder so angeschwollen gewesen sind, dass ich überhaupt nicht mehr sprechen konnte. Also das ist mir auch passiert. Dazu gibt es auch etwas, was sich Muscle Tension Dysphonia nennt. Das bedeutet, dass wenn man wirklich ganz bewusst jetzt die Stimmbänder anspannt, also wenn man jetzt ganz bewusst diesen Muskel anspannt, um so ein bisschen hoarsey oder raspy zu klingen. Das gibt es auch. Also Muscle Tension Dysphonie. Vielleicht machen wir mal ein extra Video dazu und gehen auch nochmal auf diese Muscle Tension Dysphonie ein. So. Man kann natürlich auch anatomische Abnormalitäten haben. Das gibt es auch, wenn man jetzt zum Beispiel Krebs hat oder man hat jetzt ein Bacterial Laryngitis oder ein Fugal Laryngitis. Also solche Art von anatomischen Problemen, die auch dazu führen können, dass die Stimme verzerrt klingt, dass sie unnatürlich heiser klingt, rau klingt, und ja, das kann es natürlich auch sein. Natürlich ist der Lifestyle auch nicht ganz unwichtig. Wer selber mal Raucher gewesen ist oder Raucher ist,
Der weiß auch, dass die Stimme eine Stamina kreieren kann. Das heißt, die Stimme entwickelt so eine Art Resistenz auch dagegen. Man kann natürlich singen und auch rauchen. Bei vielen merkt man auch, dass man einbüßen muss im Register. Das heißt, es gibt auch Sänger, die nicht eine Stamina kreieren können, die durch einen Registerverlust haben, dadurch, dass sie aktiv rauchen. Das Ganze auch mit dem Thema Alkohol. Alkohol ist ja Säure, trocknet die Stimmbänder aus, greift die erste Schicht der Stimmbänder an. Also Säure, ob es jetzt Alkohol oder eben halt Säure, Magensäure ist, Hyper Acid Reflux. Das heißt, die Stimmbänder haben 5 verschiedenen Ebenen und die erste Ebene wird dadurch angegriffen, kann die Stimme auch wegätzen oder ätzt sie auch eigentlich weg. Und das kann zu einem extremen Problem führen, dass man da auch ein Problem hat mit dem Register und auch Noten einbüßen muss und vielleicht eventuell nicht mehr so hoch singen kann wie vorher. An der Stelle würde ich wahrscheinlich mal zum Thema Alkohol und Zigaretten mal ein zusätzliches Video machen, dass das Ganze auch nochmal erklärt, was passiert eigentlich stimmlich dort mit Alkohol und Zigaretten. Was ich also vorweg auch nochmal sagen möchte, ist, man kann mit einer Dysphonie ganz normal weiter singen. Es gibt auch Sänger, die sagen, mir gefällt dieser rauchige, dieser hauchige, heisere Sound, der ist so ein bisschen mein Merkmal. Und wenn ich den jetzt aber wegtherapieren lasse oder wenn ich da Medikamente nehme oder eine Operation mache, dann geht im Grunde genommen diese Heiserkeit, dieses Merkmal weg und das finde ich nicht so gut. Wenn ich aber nur in einem bequemen Register singe mit dieser Heiserkeit, dann passt es ganz gut und du kannst durchaus mit dieser Dysphonie normal weiterleben. Es kommt auch immer darauf an, wie du deine Stimme benutzt, was ist die Intensität deiner Stimmproduktion, bist du ein Belter, der jetzt jeden Tag, am Broadway ist und Phantom of the Opera singt oder Frozen Let It Go. Das heißt, man muss eben halt ganz genau gucken, was ist auch dein musikalischer Background. Es gibt auch Fälle wie bei Bonnie Tyler beispielsweise, die eine Stimmoperation hatte und dann das Register eingebüßt hat und durch diese Operation ihren signifikanten Style bekommen hat, ihre heisere, hauchige Stimme. Also das heißt, man kann es also nicht alles auf einem Kamm scheren. Grundsätzlich ist es so, wenn Schüler hierher kommen, wollen sie im Grunde genommen erstmal die Basis lernen, um das ist einen klaren Sound zu produzieren und dann verschiedene stilistische Merkmale dazu addieren. Wenn aber ein Schüler Probleme mit seinem Register hat, dann muss er zu einem Logopäden, der muss sich dann so richtig behandeln lassen, der muss zur Stimmtherapie und es nützt dann also gar nichts, in dem Moment Gesang, Unterricht zu verfolgen. Wichtig ist auch bei einer Dysphonie, bei einer Schwellung, bei einem Stimmband, ist nicht zu singen. Also man macht das Ganze im Grunde genommen schlimmer, wenn man jetzt jeden Tag ein Konzert durchspielt und sagt, na, jetzt mache ich nochmal 2 Stunden hier, morgen wieder 2 Stunden da. Das heißt, wenn du weißt, du hast im Grunde genommen Bläschen oder eine Blase auf den Stimmbändern, dann musst du das richtig balancieren, du musst das also managen. Wenn du sagst, du willst das behalten, weil es dein Stimmmerkmal ist, musst du echt ganz speziell schauen und sagen, nee, ich singe jetzt nicht jeden Tag. Natürlich kann man auch gesangtechnisch so einen Sound erzeugen, also man kann distorted Sounds erzeugen und kann dann so ein bisschen edgy klingen. Wer meine eigene Geschichte hören will, meine Stimmenprobleme und was ich alles schon erlebt habe mit meiner Stimme, der schaut jetzt im nächsten Video, was gleich laufen wird, am besten da nochmal rein und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ein Daumen hoch. Ja, die Frage ist, wie jetzt im Titel schon beschrieben, trifft das Ganze auf Annenmay-Kantereien zu. Das möchte ich mir nicht anmaßen zu sagen. Ich meine, das kann sich nur ein Doktor anmaßen zu sagen. Da muss man eine Untersuchung machen, man muss in die Stimmbänder reinschauen. Man muss halt eben gucken, woher kommt einfach dieser Sound. Ist das wirklich etwas Natürliches oder ist es etwas Unnatürliches? Ich denke, man muss immer vorsichtig sein. Man darf das einfach nicht ausschließen. Die Stimme ist ein sensibles Instrument, also ist ein sehr kleines, sensibles Instrument und man muss mit Vorsicht die Stimme behandeln, gerade wenn man professionell mit der Stimme arbeitet. Und das ist, was ich euch mitgeben möchte auf dem Weg, dass ihr wirklich zuseht, dass ihr die richtigen Gesangsübungen macht. Es kommt also nicht auf die Quantität an, es kommt auf die Qualität an, es kommt darauf an, dass die Übungen für dich abgestimmt sind. Es kommt auch darauf an, einen bestimmten Lifestyle zu führen, der auf deine Stimme abgestimmt ist. Das heißt, dass du guckst, dass du dass du nicht bei jedem Konzert immer mitschreist oder weiß ich nicht. Also das müsste man jetzt auch nochmal einzeln durchgehen, aber es ist halt einfach wichtig, dass man auf seine Stimme Acht gibt, gerade wenn man eben professionell damit arbeitet. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch in meinem nächsten Video.